Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast und heute freue ich mich ganz sehr, ich kämpfe ja immer dafür, dass hier mehr Frauen im Podcast sind und heute ist es endlich mal wieder soweit, ich habe die Carmen Meyer bei mir im Podcast, herzlich willkommen. Hallo lieber Tim, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr, hier heute dabei zu sein. Ich freue mich, dass du der Einladung gefolgt bist, weil interessanterweise sind Frauen auch besser darin, meine Einladungen auszuschlagen. Insofern freue ich mich umso mehr, dass du jetzt hier ein bisschen die Frauen finanziell nach vorne bringst, insbesondere auch durch dein Buch, was gerade rausgekommen ist und auch schon Spiegel-Bestseller ist, wie ich erfahren habe. Herzlichen Glückwunsch dazu. Dankeschön, Dankeschön. Ja, ich freue mich auch riesig. Also so ein Buchprojekt ist ja auch immer wirklich ein Projekt riesengroß. Und wenn es dann Spiegel-Bestseller wird und das gleich in der ersten Woche, ist es schon cool. Also das ist, ja, das freut mich ungemein. Sehr gut. Aber damit dich jetzt die Leute auch erstmal besser kennenlernen für diejenigen, die dich tatsächlich noch nicht kennen sollten, fangen wir vielleicht mal ein bisschen ganz vorne an. Vielleicht magst du ein, zwei Worte sagen, wer du bist, was du bislang so gemacht hast und wo du jetzt so unterwegs bist. Super gerne. Also ich heiße Carmen, Dr. Carmen Meyer. Ich bin 39 Jahre alt, ich bin promovierte Chemikerin, also ich habe in Chemie meinen Doktor gemacht, habe vorher Bio studiert und habe in einem großen Pharmakonzern gearbeitet. Und als ich vor 6 Jahren mit meiner ersten Tochter schwanger war, habe ich mir gedacht, oh, ich kaufe uns jetzt ein schönes Haus. Aber was soll ich sagen, wir konnten uns das nicht leisten in München. Und da habe ich gedacht, hey, muss man Millionärin sein, um hier sich ein Haus leisten zu können? Dann habe ich mich gefragt, wie werden die Leute so reich? Und bin auf das Buch Rich Poor Dad gestoßen. Und er schreibt ja, man hat 3 Wege, um reich zu werden, Aktien, Immobilien oder Unternehmen. Und dann bin ich auch bei Aktien hängen geblieben, weil das war für mich damals so das Allerpraktikabelste. Und habe das halt wirklich analytisch angegangen und war dann super erfolgreich. Und habe gedacht, das ist ja mega, das muss ich jetzt einfach mal mit der Welt teilen. Habe dann einen Podcast gemacht, der heißt auch Mamikus Millionär. Daraus ist ein Unternehmen geworden, ja, und jetzt Spiegel-Bestsellerin, Autorin. Und dann habe ich das Buch geschrieben, genau, That's Me in a Nutshell. Sehr gut. Dann war im Endeffekt der Hauskauf so ein bisschen der Auslöser, auch dass du dich mit dem Thema Finanzen auseinandergesetzt hast? Oder wie war da quasi dann so genau der Einstieg und wie bist du sozusagen an deine erste Aktie gekommen? Genau, aus der Not heraus. Aus der Not heraus. Ich wollte ein schönes Haus haben in München und ich bin in Wuppertal aufgewachsen, habe in Düsseldorf studiert und da sind die Immobilienpreise einfach anders. Und ich wusste nicht, dass das in München so crazy teuer ist. Und dann habe ich mir gedacht, ja, come on, kann doch nicht sein, dass wir uns das nicht leisten können. Weil ich hatte ja einen wirklich guten Job bei Roche, das ist ein großes Pharmaunternehmen. Auch mein Mann hat bei einem großen, also bei BMW gearbeitet, hat auch super verdient. Dann habe ich mir gedacht, ja, okay, also irgendwie muss ich jetzt hier reich werden. Und das ziemlich schnell. Und ich kannte mich damals mit Aktien gar nicht aus, weil, also ich war Wissenschaftlerin, ich habe ganz normal in der Forschung gearbeitet und da waren Aktien halt wirklich weit weg für mich und ich habe das Wort gekannt, aber ich wusste damals gar nicht, was das wirklich ist und habe gedacht, ja okay, ist egal, das kriegst du schon hin, so schwer kann das nicht sein und dann, ich habe ja nicht mit Aktien, ich habe ja sogar mit Optionen angefangen zu handeln, weil ich das hoch logisch fand und super spannend und ja, war damit auch sehr erfolgreich und handle Optionen bis heute, aber ich handle natürlich auch Aktien, ich handle Krypto. Alles, was sich bewegt, was man kaufen kann über einen Laptop, finde ich cool, macht mir Spaß und ja. Das ist natürlich schon ein spannendes Sprichwort, weil wir haben hier viele, viele Langfristanleger und wenn du handeln sagst, verbinde ich das zumindest mit mittel- bis kurzfristig und insbesondere Optionen sind ja auch, sag ich mal, eher ein ja quasi per se mit Ablaufdatum versehenes Finanzinstrument. Warum gerade mit Optionen und was war so deine Strategie, mit der du losgelegt hast? Ja, also ich habe halt erstmal mir Aktienkurse angeschaut und habe gesehen, ach geil, 300% in 5 Jahren ist möglich und das fand ich spannend und habe ich gedacht, okay, got it, verstehe ich. Und Unternehmen, die man kennt, also was weiß ich, Microsoft, Apple und so weiter. Dann habe ich gedacht, ja cool. Und dann war ich auf einem Vortrag von einem Elektroingenieur, der hat Optionsscheine gehandelt und ich wusste damals nicht, was das ist.
es war, ich glaube, es war Börsentag oder irgendwas, ich weiß gar nicht mehr, oder Börse München oder irgendwie so eine Veranstaltung. Und ich war einfach eingeladen, also was heißt eigentlich, ich habe ein Ticket gehabt und saß im Publikum. Es war so ein Riesensaal mit lauter alten Männern, ehrlich gesagt, also alle weiße Haare. Und dann hat er erzählt, dass er von 30.000 auf 1 Million so ein Konto hochgetradet hat über 10 Jahre. Und da habe ich mir gedacht, das ist ja geil. Und dann hat er gesagt, ja, und dann, wenn die Aktie 10% hat und ich einen Hebel von 10 habe, dann macht die Option halt 100%. Da habe ich gedacht, ah, okay, hebeln. Und hebeln kann ich aus der Physik. Ich habe ja viel Physik im Studium gehabt. Das war mir alles, also das fand ich alles logisch, aber ich wusste nicht, was diese Optionen sind. Und dann, aber irgendwie hat das alles so Sinn gemacht. Da habe ich gedacht, okay, got it, verstehe ich, macht Sinn. Und ich dachte, das mache ich auch. Habe ich mir gedacht, ich fand das so cool nach diesem Vortrag von ihm. Und er hat einen Börsenbrief damals angeboten. Da bin ich nach dem Vortrag zu ihm. Und ich war hochschwanger. Und war ja erst so ganz, ganz kurz in diesem Aktienthema drin. Und habe noch gar nicht gehandelt. Also ich habe bis dato nur Research betrieben. Also ich habe nur gelernt, studiert und das Thema so analysiert, aber ich habe noch gar nicht gehandelt. Und ich habe bis dato von Optionsscheinen auch noch nie was gehört. Dann bin ich zu ihm und habe gesagt, sie hat mich so begeistert, das ist so cool, dass mit diesen Optionsscheinen, was denn sein Börsenbrief kosten würde und wie man sich da anmelden könnte. Und dann sagt er zu mir, und ich hatte ein Namensschild und da stand der Doktortitel drauf und ich war hochschwanger, also ich hatte so einen ganz dicken Bauch. Und dann sagt er zu mir, sie sind eine hochintelligente Frau. Wenn sie hier sind und ich habe noch ein paar andere Fragen gestellt zum Vortrag und so weiter. Und dann hat er gesagt, sie sind eine hochintelligente Frau. Wenn sie mir jetzt schon diese Fragen stellen, lernen sie das selber, sie werden unglaublich gut. Abonnieren sie nicht meinen Börsenbrief. Und da habe ich mir gedacht, geil, geiler Typ. Und dann habe ich mich selber reingefuchst. Und dann war mir klar, dass Optionsscheine, da kannst du ja nur das hebeln, aber die Preisbildung ist intransparent. Und dann habe ich amerikanische Optionen gehandelt. Weil du ja Stillhaltergeschichten machen kannst und die Hebelgeschichten. Aber so bin ich dazu gekommen und so habe ich dann habe ich Bücher gelesen und dann waren die Bücher aber schlecht. Und dann habe ich mit meinem Mann nachts immer diese Charts gezeichnet und keine Ahnung, zum Beispiel Preisbildung gerechnet und all diese Themen. Also du kannst ja alles gibt's ja Literatur. Und dann haben wir nachts das immer so, weiß ich nicht, wir haben so ein großes, so ein Whiteboard gehabt in der Küche im Wohnzimmer und haben immer so gezeichnet und das alles so analysiert und alles hat sich für mich so stimmig angehört und hat einfach Sinn gemacht. Ich wusste nur, okay, ich muss es verstehen und ich muss es können und dann habe ich losgelegt. Sehr gut. Ja, das ist dann ja ein sehr, sehr guter Börsenratgeber oder Vortragshaltender gewesen, weil da gibt es ja auch viele Scharlatane, die ja vor allem, sag ich mal, das Geld aus solchen Leuten rausziehen. Ja. Insofern bist du da ja echt an eine gute Person rangeraten. Ja. Ja, absolut, absolut. Also ich muss ihm noch sagen, ich bin auch sehr dankbar, weil hätte ich seinen Börsenbrief abonniert, hätte ich es nie gelernt. Aber selber zu lernen und ich habe dann sogar mal seinen Börsenbrief abonniert und der war gar nicht so gut. Also ich habe nicht alles hat bei ihm wirklich Sinn gemacht in meinen Augen dann. Er hat nicht so eine gute Exit-Strategie gehabt in meinen Augen. Es war der beste Rat, den er mir damals geben konnte. Also da bin ich ihm auch sehr dankbar drum, muss ich sagen, ja. Spannend. Ja, dann wird mich natürlich interessieren, wie sieht die Optionsstrategie genau aus? Du hast jetzt schon Stillhaltergeschäfte angesprochen. Wie gehst du da sozusagen vor? Was ist das Ziel? Und vor allem, ja, wie langfristig handelst du, sag ich mal, die Optionen? Also, es gibt immer zwei Seiten, also vielleicht für alle, die sich mit Optionen noch nicht auskennen, vielleicht erkläre ich das kurz in der Nutshell. Also es gibt auf der einen Seite Long Calls zum Beispiel, das ist eine gehebelte Geschichte. Und auf der anderen Seite gibt es diese Short Puts, das sind Stillhaltergeschäfte. Bei den Stillhaltergeschäften bekommt man eine Prämie, das ist so wie eine Versicherung. Man versichert etwas und dafür bekommt man die Prämie. Und auf der anderen Seite, die Hebelgeschichte ist, du setzt, sag ich mal, nur 2.000 Euro ein, aber wenn du einen 1:5 Hebel hast, dann ist es so, als hättest du 10.000 Euro eingesetzt. Aber natürlich geht der Hebel immer in beide Richtungen, dessen muss man sich bewusst sein. Und wie gehe ich vor? Ich mache erstmal Aktienanalyse, also ich mache das auf der Basis von Aktien oder manchmal auch, kann man es auch auf den Markt machen, also zum Beispiel auf den S&P 500, das geht auch.
Die Sache ist die, aber der Markt muss eine gute Bewegung haben. Also da, du musst dir schon gute Aktien aussuchen, weil entweder läuft es gegen dich oder es läuft zu langsam. Und du brauchst, wenn du gehebelt im Markt bist, schon Bewegung. Weil wenn du keine Bewegung hast, dann ist das, du musst ja erstmal ein bisschen, du bist erst im Delta, also im Minus, und das musst du mal aufarbeiten. Also da ist Picking Right noch viel wichtiger als mit der Aktie. Zudem hast du ja nur ein gewisses Zeitfenster. Und Optionen kann man maximal für 2 Jahre kaufen, aber das wird schon schwer. Also du hast eigentlich, also eigentlich hast du auch nie ein ganzes Jahr Zeit. Also es muss schon vorher funktionieren. Aber es ist nicht so, dass ich das so ultra kurzfristig mache. Ich kaufe keine Dailies oder irgendwie sowas ganz Kurzfristiges. Das macht meiner Meinung nach nicht so viel Sinn. Und das mache ich nicht. Und es kommt noch an, ob du Short, also ob du Stillhaltergeschäfte machst oder die Hebelgeschichten. Da ist auch immer eine andere Laufzeit dahinter. Das muss man halt der Strategie anpassen. Das kann man nicht so pauschal beantworten. Und dann auch die Frage, kommen Earnings, kommen keine Earnings, bei Aktien sind Earnings egal. Aber bei Optionen, muss man mit den Earnings schon, die musst du schon im Blick behalten, weil über die Earnings kann viel Bewegung passieren und die muss natürlich in deine Richtung laufen, damit das für dich cool ist. Ja. Auf jeden Fall ist alles andere als ein rein passives Investment. Und ja, in der Tat, wer sich da ein bisschen mehr Basics zu Optionen aneignen möchte, den kann ich auch unsere Einsteigerfolge Optionen empfehlen. Verlinke cool, ich auch mal in den Shownotes insofern. Ah, cool. Aber trotzdem gut, dass du es einmal erklärt hast, weil dann haben wir es auch gleich hier mit drin. Genau, so viel erstmal vielleicht zu den Optionen. Und dann hast du Aktien hinzugenommen oder ist das, sage ich mal, so ein kongruentes Ding, dass du die Aktien vielleicht auch mal als Absicherung benutzt sozusagen, um die Option mehr oder weniger zu hinterlegen oder dass du bei einer Short-Option dir die im Zweifel auch mal andienen lässt oder sag mal, wie kommt das Verhältnis mit den Aktien bei dir? Ja, also ich habe immer eine Mischung. Ich habe immer Aktien und Optionen. Oder Optionen und Cash. Ich habe noch nie mein ganzes Geld nur in Optionen reingesteckt. Das ist meiner Meinung nach zu gefährlich. Und du kannst natürlich, um gecovert zu sein, kannst du die Aktien halten. Aber was auch cool ist, du hältst die Aktie und da drauf schreibst du nochmal eine Option, um das so ein bisschen dem Ganzen so einen Bums zu geben, mehr Rendite rauszuholen, ist auch cool. Also das kann man unterschiedlich fahren, das spielt gar keine Rolle. Aber das Wichtige ist, dass man hier Picking Right betreibt. Also das ist bei der Option und auch richtig gut technische Analyse kann, weil du brauchst die Bewegung, du brauchst Ausbrüche. Das kann nicht so langsam dahin dümpeln, sag ich mal. Und manchmal dümpeln Aktien ja so ein bisschen. Und das nervt bei der Option. Außer wenn du Stillhalter bist. Aber wenn du gehebelt bist, brauchst du Bewegung. Verstehe. Jetzt hast du eben schon so ein bisschen die Gesamtportfolio-Allokation angesprochen. Magst du mal so eine Pi mal Daumen vielleicht Übersicht geben, wie du da so aufgestellt bist oder vielleicht auch im Zweifel, falls es sich regelmäßig verändert, warum? Also wie viel du so ungefähr in Aktien, Optionen ja, oder vielleicht sogar Immobilien oder Cash oder was auch immer hast? Also das meiste halte ich in Aktien, muss ich sagen. Ich habe, also in meinem Aktienportfolio habe ich 30% Optionen, 70% also vielleicht 60% Aktien und 10% Cash. Ich halte immer irgendwie ein bisschen Cash auch im Depot, in meinem Aktiendepot. Dann halte ich auch noch Kryptos, aber die halte ich natürlich auf einem anderen Broker. Also ist ja klar, ich handle Kryptos nicht als ETF, was mittlerweile möglich ist, aber das mache ich nicht. Und ich habe auch noch Immobilien, aber ich habe auch noch Gold. Also ich habe die komplette Bandbreite, weil ich finde, jede Assetform hat ihren Charme. Und zwar, Gold ist der Wertspeicher schlechthin. Du bist inflationsgeschützt, to make it short and easy. Und spirituell ist Gold natürlich auch sehr anziehend für Geld. Also wenn man dran glaubt, aber als Frau ist man oft auch spirituell und deswegen halte ich Gold, aber physisch und Krypto halte ich, seitdem ich verstehe, was Krypto ist. Das habe ich leider nicht gewusst, aber ich finde es ultra spannend. Deswegen halte ich auch Kryptowährungen, aber alles mit einem Exit. Also nur Gold habe ich keinen Exit, also keine Strategie, wie ich das handle, aber ich handle Krypto, ich handle Aktien, ich handle Optionen, ich handle alles. Ich bin eine
aktive Investorin. Ich kann das nicht so passiv. Ich bin dafür auch vom Typ her viel zu aktiv. Ich sag immer, wenn ich zum Beispiel auf der Autobahn fahre und dann sehe ich einen Stau, dann würde ich auch nicht, also ich sehe einen Crash, dann würde ich auch nicht reinfahren. Ich würde immer aussteigen, ich würde immer anhalten. Und so verhalte ich mich auch an der Börse. Ich habe einen klaren Exit und ich habe kein Ego-Problem zu sagen, ja, okay, dann war das nichts, dann muss ich jetzt hier raus. Das, und deswegen, da halte ich mich schon sehr an meinen Exit und das ist nicht schlimm. Also es kann auch passieren, ich gehe raus und dann gehe ich wieder rein und den Exit hätte es eigentlich nicht gebraucht, das kann auch natürlich passieren, aber ich handle aktiv, ja. Jetzt hattest du ja, bist du gestartet mit der klaren Motivation, reich zu werden, und da ist, sag ich mal, dieser aktive Charakter natürlich in jeder Hinsicht relevant. Natürlich wird man auch auf lange Sicht reich mit einer sehr entspannten passiven Strategie, aber es braucht halt Zeit, um da eben diesen Zinseseffekt zu nutzen. Ja. Wenn wir jetzt, sage ich mal, gucken auf eine Kurzfrist, in welcher Zeitspanne sozusagen und was war vor allem der Treiber, sag ich mal, der sag ich mal, dein Vermögen hat wachsen lassen? Ja, also ich bin in 4 Jahren Millionärin geworden und der Treiber ist die Summe, meiner Meinung nach. Es waren die Aktien, es war aber auch Krypto, es war aber auch mein Unternehmen. Es war eigentlich alles, was ich gemacht habe. Also, und wozu ich immer sehr einlade und was ich finde, was jeder machen sollte, ist, das Thema Geld mal in den Fokus zu stellen. Weil Vermögensaufbau ist so wichtig und wir sind in so einer verrückten Zeit, die aber auch riesen Chancen birgt. Aber man muss Finanzen verstehen, das Sparbuch funktioniert nicht. Und meiner Meinung nach funktioniert auch kein MSCI World, weil niemand hat, wer hat eigentlich 30 Jahre Zeit? Ich habe sie nicht. Ich finde, das ist oft auch gefährlich, diese passiven Sachen, weil man gar keine Ahnung hat. Man macht nur aus schlechtem Gewissen irgendwas. Aber ich kenne niemanden, der mit einem MSCI World wirklich reich geworden ist. Ja, und aber wenn ich mich auskenne und wenn ich, das ist wie das Einkaufen, ja, also mein Mann ist Elektroingenieur, der ist ein hochintelligenter Mann, aber der ist früher nie einkaufen gegangen, weil er bei seiner Mutter gelebt hat, also bei seinen Eltern gelebt hat. Und dann ist er zu mir nach Düsseldorf gekommen, wir waren Studenten und er ist einkaufen gegangen, weil ich hatte Fieber und lag im Bett und habe gesagt, du kannst so Lebensmittel kaufen, damit wir was zu essen haben. Dann ist er los. Und hat so vergammelte Möhren gekauft im Supermarkt, der bei mir direkt um die Ecke war, die so eingepackt waren, so in so einer Tüte. Und dann habe ich gesagt, hey, warum hast du die denn gekauft? Die sind noch vergammelt. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, Carmen, aber ich wusste nicht, dass man das kontrollieren muss. Ich habe gedacht, alles, was man im Supermarkt kauft, man hat es auf den ersten Blick nicht gesehen. Also man musste da schon, das war so in so Möhren in so einer Folie dann noch, in so einem Behälter und dann noch in so einer Folie. Also du hast es auf den ersten Blick nicht gesehen, aber auf den zweiten Blick hätte man das schon gesehen. Und ich sag mal, jede erfahrene Hausfrau hätte diese Möhren nicht gekauft, ja. Aber er, als unerfahrener junger Mann, hat vom Einkaufen keine Ahnung und hat halt vergammelte Möhren gekauft. Aber genau so investieren die meisten Deutschen, die gucken nicht hin, was sie haben. Also wie viele Geschichten kenne ich, und ich war letztens auch bei Bild TV eingeladen, habe ich auch drüber gesprochen, da zahlen die Menschen jahrelang, 10, 20 Jahre in irgendwelche Fonds ein. Und wenn sie sich mal für eine Stunde hinsetzen würden und ausrechnen würden, was habe ich einbezahlt und wo steht dieser Fonds jetzt, ist es oft ein Plus-Minus-Null-Geschäft oder ein Minusgeschäft. Oder ich habe eine Teilnehmerin, die hat erzählt, ihr Vater hat über 20 Jahre eingezahlt, hat 200.000 Euro raus, aber eine Rendite von 1,5% gemacht. Es ist ein Graus und das ist das Problem mit diesen Passiven. Alles, wo ich nicht hingucke, es ist wie mit Kindererziehung, da muss ich mich auch drum kümmern, muss ich auch was machen. Und es ist nicht viel Arbeit, aber das lohnt sich halt einfach. Man muss verstehen, und deswegen habe ich auch mal ein Buch geschrieben, Amigos Millionär, da ist es Schritt für Schritt erklärt, wie ich Aktien analysiere und wie man hier vorgehen, meiner Meinung nach, sollte, um gute Unternehmen zu finden, die stark sind, die wachsen, die Potenzial haben und nicht so eine scheiß deutsche BASF, Bayer-Aktie, die sowieso am Boden ist, die schlecht laufen. Selbst unser Automotive, ich liebe BMW, Freude am Fahren, aber die Aktie ist lame. Ja, das muss man mal sagen. Oder Lufthansa, das hat sich noch nie gelohnt. Das ist ein alles langweilige Titel. Da ist nichts los. Damit wird man nicht reich. Und das ist das, was man den Leuten gibt. Oder man spricht über eine Telekom-Aktie, die immer noch bei -80% ist seit dem letzten Hoch. Das ist alles Käse. Und Frauen sind, also
zu mir kommen ja unglaublich viele Frauen, ich habe ja tausende Frauen schon ausgebildet, sind unglaublich gute Investorinnen, weil sie einen gesunden Menschenverstand haben. Ihr muss nur jemand sagen, benutzt deinen gesunden Menschenverstand. Vertrau da drauf und vertrau nicht darauf, was sonst alles gesagt wird. Ich muss sagen, ich habe ja früher diese ganze ETF-Geschichte gar nicht gekannt. Ich war in Kreisen, wo lauter reiche Männer waren mit wunderschönen Maßanzügen und da hat keiner an MSCI World gehandelt. Da haben alle Top-Unternehmen gehandelt und ordentlich Geld damit gemacht. Was so im Mainstream ankommt jetzt, weil jetzt, keine Ahnung, ich werde in 1000 Interviews eingeladen und alle wollen meine Meinung zu irgendwas hören, dann kriege ich das jetzt so mit diesen ETFs so krass mit. Aber früher, ich wollte reich werden. Und wenn man reich werden will, findet man keinen MSCI World darunter, ja. Und ich will einfach nur animieren zu Freude am Investieren und auch zu mutig sein. Mutig sein, neue Wege zu gehen, den Verstand zu benutzen und zu sagen, geiles neues Hobby. Jedes andere Hobby kostet mich verdammt viel Geld. Und dieses Hobby spült mir verdammt viel Geld in meine Taschen rein, ja. Und das möchte ich nur sagen, dass es cool ist, dass es Freude macht. Und deswegen habe ich auch das Buch geschrieben, um einfach Guidance zu geben und zu erklären und mal eine andere Perspektive außer diesen MSCI Worlds zu bekommen. Steile These auf jeden Fall. Bin ich nicht komplett 100% d'accord, aber wichtig ist auf jeden Fall der Punkt, sag ich mal, dass man sich auf jeden Fall informieren sollte und genau wissen sollte, was man tut. Es macht nicht Sinn, einfach aus Druck oder was auch immer, einfach mal was zu kaufen und zu machen. Es gibt ja auch diesen schönen Spruch, der Deutsche nimmt sich 3 Jahre Zeit, da sein perfektes Auto auszusuchen, aber fängt 5 Minuten für die Geldanlage auf. Ja. So rum sollte es nicht sein. Ja. Auch wenn natürlich, auch wenn man nicht schnell damit reinwischt, es gibt ja doch gute Belege, dass, sag ich mal, der langfristige Vermögensaufbau damit doch sehr, sehr gut funktioniert, zumindest mit günstigen, breit gestreuten Indexfonds, während natürlich in der Tat aktive Fonds durch die ganzen Kostenebenen, am besten ist auch noch ein Versicherungsmantel drumherum. Ich habe ja nicht gesprochen, also dass man, weil man weiß nie, wer diese Fondsmanager sind und viele Fondsmanager sind irgendwie komisch. Also muss man einfach sagen, also ich weiß auch nicht, was die da machen und so. Es ist wirklich irre. Ich habe ein paar kennengelernt und die haben meiner Meinung nach überhaupt nichts gecheckt. Das sind keine analytisch denkenden Menschen. Aber was ich auch sagen möchte ist, ich würde mir auch bei den, man kann gerne ETFs machen, aber dann sollte man sich auch fragen, okay, welcher performt denn hier wirklich gut? Und Amerika performt halt, weil es eine Weltmacht ist. Und bei Amerika könnte man sich natürlich auch nochmal so ein Nasdaq angucken, ja. Nasdaq hat 51% gemacht im Vergleich zu 21% vom S&P 500. Und das ist auch kein Rocket Science. Und einfach zu sagen, okay, wenn ich einen ETF mache, dann doch auch einen, der wirklich geil ist, der wirklich Bums hat. Und es ist so logisch. Aber darüber wird ja so wenig gesprochen und das darf man auch nicht vergessen. Diese 30 Jahre warten, das kommt ja aus den Originaldaten im Dow Jones daher, weil wir den Crash 1929 hatten und es 30 Jahre gedauert hat, bis ich wieder im Plus war. Und das muss man schon wissen, dass es für den Dow Jones gilt. Aber der russische Index hat sich zum Beispiel noch nicht erholt. Und es gibt noch so viele Indizes, die sich noch nicht erholt haben. Also diese 30 Jahre gilt nur für Amerika. Aber Amerika hat sich erholt, weil Amerika Weltmacht ist. Und das muss man auch machen. Es wird so viel neben diesen 30 Jahren ETF, MSCI World, du machst nichts falsch. So viel wird nicht gesagt, was man schon auch meiner Meinung nach wissen sollte. Und wenn ich in MSCI World gehe, habe ich 60% Amerika drin, aber andere Länder, die vielleicht total schlecht sind. Und brauche ich das? Ist auf jeden Fall eine persönliche Entscheidung, über die man sich aktiv Gedanken machen sollte. Alles. Ist alles persönlich. Aber ich will nur mal so drüber sprechen, weil ich glaube, deine Zielgruppe hier kennt sich ja mehr aus und es ist tiefer drin und dann kann man einfach sich mal ein paar Fragen stellen. Warum? Wieso? Weshalb? Was macht Sinn? Was ist gut? Was ist Outperformance? Ne? Auf jeden Fall, insbesondere in Relation zu Risiko, weil das ist ja auch die Geschichte mit dem Nasdaq, der jetzt zwar die letzten paar Jahre sehr, sehr gut gelaufen ist, aber natürlich auch eine sehr hohe Konzentration aufweist. Ne? Also eigentlich, wenn man richtig aktiv an die Sache rangehen möchte, könnte man auch sagen, was war denn der Treiber eigentlich bei dem Nasdaq?
Das waren halt so die, wie sie aktuell heißen, der Name ändert sich ja auch regelmäßig für diese Unternehmen, die Magnificent Seven, die vor allem, sag ich mal, den Nasdaq und ja indirekt auch den S&P 500 und den MSCI World getrieben haben. Am Ende kommt halt die Performance von diesen Indizes über eine vergleichsweise zu den ganzen Gesamtzahl der Unternehmen, die da drin ist, kleine Anzahl zustande. Und das ist dann natürlich die Kunst. Wenn man sich das zutraut, die selber zu picken, dann schafft man natürlich auch eine geniale Outperformance. Und ich glaube, das ist auch der Anspruch von vielen meiner Gäste, die hier in diesem Podcast sind. Also hier, die Tendenz an aktiven Investoren ist hier bedeutend höher. Mit natürlich aber auch spannenden unterschiedlichen Strategien. Ja, das ist auch cool, finde ich. Viele Wege führen nach Rom. Ich habe einen Freund, der handelt nur Forex und macht damit sau viel Geld. Das ist, you can do whatever you like. Also es gibt viele, viele Strategien. Meine Strategie ist nur eine von vielen, die mehr will quasi. So. Also da bin ich komplett offen so. Aber was ich wirklich gefährlich aktuell finde, ist diese Diskussion um diesen, weil ich kriege so viel mit und ich werde immer wieder ja darauf angesprochen, um diesen MSCI World. Und wenn ich da kein Exit habe und der mir so richtig crasht, was alles passieren kann, wir wissen es nicht, dann haben die Leute alle gesagt, das war so sicher. Aber jetzt warte mal 30 Jahre oder länger, weil 30 Jahre ist nur eine historische Zahl. Wir wissen nicht, wann, wie, was. Und das, finde ich, sollte auch mal gesagt werden, dass diese 30 Jahre auf historischen Daten basieren für Amerika und nicht für, ne? Und dass man einfach so ein bisschen nach links oder rechts schaut und dass die Leute sich um ihre Finanzen kümmern und Mut haben, was zu machen, sich was trauen, damit sie sich im Vermögen aufbauen. Weil das ist ja auch unsere große Chance jetzt. Unsere Eltern konnten ihr Geld aufs Sparbuch legen, weil wir eine höhere Leitzins hatten. Den haben wir jetzt nicht. Wir haben ewig in einer Nullzinspolitik gelebt. Aber in der Nullzinspolitik machen Aktien Sinn, machen Immobilien Sinn. Aber man muss wissen, wie das geht. Und es ist eine Riesenchance, das jetzt zu lernen und dann davon zu profitieren und sich ein Vermögen aufzubauen. Und das ist halt auch cool. Also Dass die Leute sagen, ja, jetzt muss ich mich selber drum kümmern, um die Rente gibt es nicht, alles gibt es nicht. Es ist so, man kann sich nicht mehr verlassen. Die Zeiten haben sich geändert. Es ist leider so. Aber es kann auch eine Riesenchance sein, richtig reich zu werden. In der Tat. der Weg ist das Ziel in dem Sinne ja. Natürlich auch. Man muss da genau gucken. Und muss er am Ende sein Thema finden und sich auch insbesondere schlau machen, damit man eben diese Risiken oder auch, ob jetzt, sag ich mal, ein ETF geeignet ist oder nicht oder, sag ich mal, welche Art von Strategie für sich selber beurteilen zu können. Du hast es auf jeden Fall gemacht und da ist bestimmt auch nicht alles glatt gegangen und weil man ja aus Fehlern immer auch viel lernen kann, wird mich natürlich interessieren, was war vielleicht dein größter Fehler und was hast du daraus mitgenommen? Ja, ich habe zu viel gehebelt, zu großen Anteil von Optionen im Depot gehabt. Das war so mein größter Fehler, aber sonst muss ich sagen, bin ich sehr, sehr zufrieden. Bin ich sehr, sehr zufrieden, weil es gibt Rule Number One und die heißt Don't Lose Money, Rule Number Two, Don't Forget Rule Number One. Man darf nie sein Depot zerlegen, weil wir haben diese Asymmetrie, schreibe ich auch in meinem Buch drüber, Mamigos Millionär, die Asymmetrie der Verluste. Und das bedeutet, wenn ich 50% verliere, muss ich 100% machen, um bei Null zu sein. Und wenn ich 70-80% verliere, muss ich 400% machen. Und bei 90% muss ich 900% machen. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass man auf sein Vermögen immer aufpasst, damit man sich das nicht crasht. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Weil es dann wieder von Null wieder hoch zu traden, das ist super anstrengend. Und deswegen immer gucken, dass man ja da nicht zu viel verliert. Ja. Bist du, wie gehst du das genau vor? Also wie setzt du dir deine Hebellimitierung oder sag ich mal, wie machst du dein Risikomanagement in der Hinsicht? Ja. Also ich gucke einfach, wie viele Optionen ich habe prozentual und das mache ich so roundabout. Nicht mehr als 30%. Also wenn es jetzt 33, das ist egal, aber jetzt nicht auf einmal 70% nur Optionen im Depot oder sowas. Also das, und Ausstiege mache ich mit Hilfe von technischer Analyse. Erkläre ich auch im Buch.
und natürlich auch fundamental. Fundamental ist auch immer wichtig, aber technische Analyse geht für mich vor. Also am Ende muss dann für dich beide stimmen, also irgendwie ein positiver, fundamentaler Trend und irgendwie, sag ich mal, von der technischen Analyse deutet der Chart auf Momentum hin oder was ist da so deine Voraussetzung? Ich mag gleitende Durchschnitte lieber. Also Momentum gucke ich mir auch an, ist auch ein toller Indikator, finde ich. Aber ich mag gleitende Durchschnitte, ich finde, es ist so simpel und klar. Sprich, du kaufst unter der 200-Tage-Linie zum Beispiel und verkaufst darüber oder wie Nein, kann man sich das vorstellen? Auf gar keinen Fall. Ich würde nie unter der 200-Tages-Linie einkaufen, weil dann bin ich im Abwärtstrend und dann bin ich nicht investiert. Ich bin nur über der 200-Tages-Linie, nur im Aufwärtstrend bin ich drin. Ich bin Long-Investorin und ich würde nie, also ich mache das gar nicht, ich würde nie unter der 200-Tages-Linie einkaufen. Das ist für mich ein Verkaufszeichen. Okay. Ja, dann nochmal ins Positive umgedreht vom Fehler. Was würdest du vielleicht als deinen größten Erfolg bezeichnen? Meine Money-Mindset-Arbeit, meine Kopfarbeit, sich viel Geld zu erlauben, das ist nicht so einfach. Ich sehe es auch an meinen Teilnehmerinnen, die krass erfolgreich handeln. Und wir haben so Geldcontainer und die müssen erstmal wachsen. Weil das ist so wie unsere, wie heißt das denn, Lottogewinner. Die können das Geld auch nicht halten. Sie können das Geld nicht halten, weil sie von ihrem Bewusstsein noch nicht so weit sind. Und also wenn man sehr erfolgreich ist mit dem, was man tut, ist diese Mindset-Arbeit, die im Hintergrund passiert, die, ich sag mal, keiner sieht, ein ganz, ganz, ganz großer Hebel. Schreibe ich auch darüber im Buch, das ist diese Psychologie, um viel Geld zuzulassen, zu halten und weiterhin zu vermehren. Das ist meiner Meinung nach das A und O bei jeder guten Strategie. Wenn du das mental nicht aushältst, dann bleibt das Geld nicht bei dir. Das ist wirklich, ich habe schon so viel gesehen. Das ist irre, das ist wirklich irre. Und es ist sehr komplex, es ist sehr anspruchsvoll. Es ist noch anspruchsvoller als jede Art von Analysen. Analysen sind dann einfach. Es ist wirklich diese Mindset-Arbeit. Wie viel Erfolg erlaube ich mir? Wie viel Andersdenken erlaube ich mir? Wie viel Geld erlaube ich mir? Ja, wichtiger Punkt auf jeden Fall. Und macht es dann natürlich auch interessant, was denn deine weiteren Ziele sind, wenn du jetzt, sag ich mal, du bist ja schon sehr weit gekommen. What's next? Ja, also, ich sag mal so, es gibt noch so ein paar Träume, die ich gerne hätte. Ein Haus am Meer und so Geschichten, das habe ich noch nicht, das wünsche ich mir noch. Ich hätte gerne noch mal ein größeres Haus, wo wir jetzt wohnen, mit noch mehr Zimmern und einfach alles nochmal eine Nummer größer. Also dieses 10x von Grant Cardone finde ich zum Beispiel sehr inspirierend und das ist so, wonach ich lebe. Also dieses einfach mal eine Null dranhängen, überall dran und das ist einfach spannend und da bin ich noch motiviert, noch einiges zu erreichen. Aber das ist so einfach in mir drin. Ich sage, ich habe auch eine Doktorarbeit mit einer 1 hingelegt. Ich versuche wirklich alles, was ich mache, wirklich sehr, sehr gut zu machen. Und es ist so in mir drin. Und ja, ich sag mal so, wenn die erste, die zweite Million kommt, man ist nicht mehr reich, so wie es früher mal war. Weil die Sachen sind ja alle, die Preise sind alle irre gestiegen. Und da muss einfach noch, die Million reicht nicht mehr alleine. Das ist so. Ja, sehe ich genauso. Also mein Ziel war früher eine Million, jetzt habe ich das mittlerweile auch schon auf 2 hochgegradet, weil mit der Million kann man sich halt auch nur noch halb so viel leisten wie früher mal. Es ist wirklich so. Also das war früher, klar, es ist ja so einfach, dieses, ne? Es ist trotzdem eine schöne Zahl, muss man auch ganz klar sagen. Genau, es ist eine wunderschöne Zahl und es ist auch ein schönes Ziel. Aber wenn man das dann erreicht hat, dann weiß man ja, okay, und jetzt nochmal neu und jetzt nochmal anders und jetzt nochmal groß, ne? Ja, sehe ich genauso. Also, das, sehr cool. Ja.
Ja, dann sind wir tatsächlich auch schon hier am Ende des Interviews angekommen. Ich danke dir ganz herzlich für den tollen Einblick, den du uns gegeben hast. Dein Buch ist natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Also wer Interesse hat und da mehr von dir lesen möchte, sowie natürlich auch deine Webseite, die packe ich da auch mal mit rein. Der findet das in den Shownotes. Und genau, vielen Dank dir und das letzte Wort des Podcasts, das überlasse ich dir. Ja, vielen Dank, Tim, für die Einladung, für das nette Interview. Ihr Lieben, traut euch mehr, steckt euch größere Ziele und tut was dafür und verliebt euch in euer Geld und eure Finanzen und dann ist Großartiges möglich und dabei wünsche ich euch ganz viel Erfolg und ganz viel Freude auf dem Weg. Das ist sehr cool. Ciao, ciao! Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit einer Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten. Hier hast du einen Austausch mit Gleichgesinnten und professionellen Investoren, die selber ihren Weg in die Freiheit der Finanzen gegangen sind. Und von ihnen kannst du lernen oder auch selber andere Leute bereichern. Und zudem ist dort Feedback zum Podcast immer willkommen. Um ganz schnell dorthin zu gelangen, kannst du auch einfach investor-stories.de/community eingeben. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, alles Gute, dein Tim.